liebe Freunde der analogen Fotografie. Herzlich willkommen zu Ars Analog. Wie ihr euch inzwischen denken könnt, handelt es sich hier mal wieder um ein Unboxing-Video. Ich habe mal wieder Post gekriegt und ich würde sagen, ich zücke mein Messer und dann schauen wir da mal rein. Das ist also mein neuestes Paket von Lomography aus der Kaiserstraße 34 in Wien. Und da ist ein Artikel drin, auf den ich mich schon seit einer ganzen Weile freue und auf den ich etwas hingespart habe. Bisschen Umverpackung, mein Lieferschein. Hier haben wir eine Simple-Use-Kamera mit dem neuen Lomochrome Purple. Dazu später mehr. Diverse Filme. Das ist ein Kabelauslöser, da brauchte ich mal einen neuen. Ein wunderbares T-Shirt. Und Money Shot. Dieses kleine Paket. Dabei handelt es sich, wie man sehen kann, um das New Russa Plus, wie dort in güldener Schrift auf türkisfarbenem Grund zu lesen ist. Das ist ein Weitwinkelobjektiv mit 20 mm und einer Lichtstärke von 5,6 für L39, also ein Leica Thread Mount mit 39 mm Gewinde und einem Auflagemaß von 28,8 mm mit einem Adapter geht das Ganze auch. Mit einem Adapter geht das Ganze auch auf Leica M-Bajonett. Das Ganze wird von Lomography vertrieben und in deren Auftrag von Zenit hergestellt. Und es handelt sich, wie man sehen kann, schon um eine relativ kleine Verpackung. Ich hole mal zum größten Vergleich. So, hier haben wir einfach mal, um die Größe zu vergleichen, die Verpackung vom New Petzval 85 mm. Und man sieht, in allen Dimensionen ist das deutlich kleiner, das Paket. Und klein und kompakt ist wohl auch das Hauptthema bei diesem Objektiv. Aber schauen wir als erstes mal rein. Das Objektiv. Da ist schon ein Fingerabdruck auf dem Deckel. Also, echte Handarbeit. Das lässt sich wegpolieren, nehme ich an. Ja, ja, klar. Und das ist, wie man das von den Art Lenses gewohnt ist, auch super massiv. Ja, Fokus geht sehr leicht. Schauen wir uns mal hinten das hintere Element an. Okay, das ist ganz moderat. Die Leica M39 Kameras, mir läuft so die Nase, der Heuschnupfen fängt dies Jahr früh an. Die M39 Kameras mit dem Auflagemaß von 28,8 mm haben ja den Vorteil, dass sie nicht so eine Lichtbox haben. Das heißt, man kann Bauarten nutzen, wo das hintere Element in die Kamera reinragt. So beispielsweise auch hier bei der Jupiter 12. Man sieht, ist das ein ganz schöner Klotz hinten dran. Das Reinragen erlaubt natürlich, die Objektive nach vorne hin viel kompakter und kleiner zu machen. Hier einmal zum Vergleich, rechts 35 mm, links 20 mm. Hat allerdings auch den Nachteil, dass die Kompatibilität, oh, jetzt wäre sie mir fast runtergefallen, die Kompatibilität mit manchen Kameras nur bedingt gegeben ist. Das hier ist die Besser R, für die interessiert mich das natürlich am meisten. Wie man sieht, hat die Besser R hier ein Belichtungsmesser in der Mitte. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommt sich das in die Quere? Entschuldigt meine laufende Nase.
wir fokussieren nah, das geht. Und auf unendlich geht es auch. Das heißt, das Ganze hier ist, Entschuldigung, uneingeschränkt miteinander kompatibel. Schauen wir mal rein. Der Auslöser geht auch. Alles klar, das Mysterium, ob das Objektiv an der Besser R passen würde, haben wir schon mal gelöst. Dann gucken wir uns das Objektiv einmal genauer an. Wie bei den anderen sowjetischen Kleinbildobjektiven üblich, haben wir hier die Blende durch einen Ring in der Objektiv vor dem Objektiv. Hier haben wir die Seriennummer, Nummer 570. In dem Moment, wo ihr das Video seht, ist das Ganze natürlich schon registriert auf MyGearWorld. Interessant. So, der Fokus. Ihr habt einen relativ langen Fokus-Throw. Wobei man sagen muss, dass das Objektiv nicht gekoppelt ist an den Messsucher. Was bei der Lichtstärke und der Weitwinkligkeit auch relativ egal ist. Also man kann hyperfokal arbeiten und fokussiert einfach auf nah und fern und schätzt das Ganze. Hierfür die unterschiedlichen Blenden sind auch die hyperfokal Distanzen angegeben. Okay, damit werde ich mich etwas genauer beschäftigen müssen. Aber ich denke, da komme ich schnell rein. So, während der Karton hier schon wieder den Abflug macht, lege ich das mal hier rüber. Und wir schauen mal rein, was sonst noch im Karton drin ist. Da haben wir, ach wie süß, einmal natürlich eine Tasche für das Objektiv. Die Aufschrift Lomography Art Lens. Das ist schon mal nicht schlecht. Das war bei den größeren Art Lenses ja auch mit dabei, auch wenn da die Taschen etwas größer sind. Aber wie gesagt, da ist natürlich auch das Objektiv selbst größer. Dann nehmen wir das hier mal raus, schauen, was wir noch finden. Das ist natürlich hier irrelevant. Da haben wir noch was drin. Das ist der Adapter für Leica M. Oh. Das ist die Aufregung. Ich habe wirklich lange auf das Objektiv gewartet. So, das ist der Adapter hier für das Objektiv auf Leica M. Den werde ich nicht so schnell brauchen. Und noch ein Putztuch ist dabei. Schön gut, das kommt beides wieder in die Verpackung und es wird darin aufbewahrt werden. Hier oben versteckt sich noch, fast übersehen, natürlich ein bisschen Papierkram. So, wo fangen wir an? Fangen wir hier an mit der Bedienungsanleitung. Ja gut, ist ein Objektiv, wie man das bedient, sollte eigentlich allgemein bekannt sein. Dann haben wir hier ein Büchlein mit dem Titel Lomography Zenith, The Russian Rebirth. Russische Wiedergeburt. Das ist das typische Lomography-Buch mit ein paar Details, Geschichten dazu, den 10 lomografischen Regeln und Beispielbildern. Very nice.
Ja, wie sonst auch üblich, eine japanische Garantiekarte. Ein Certificate of Quality. Man kann das registrieren und hat 2 Jahre Garantie. Interessant, man hat natürlich als Käufer innerhalb der EU sowieso 2 Jahre Gewährleistung, das erste Jahr Garantie. Aber es schadet natürlich nicht, das in Anspruch zu nehmen. Und dann noch hier noch ein, ja, ich würde sagen, Bilderbuch. Interessant. Schauen wir uns aber das Objektiv nochmal genauer an. Da ist es, sehr schön. Von oben, wie flach das ist. Ich hole mal eben ein 50 mm Objektiv zum Vergleich. So, hier haben wir zum Beispiel das Jupiter 3. Da gibt es auch eine neue Variante von Lomography. Das ist aber noch das Original. Einfach im Vergleich daneben gehalten. Ist das wirklich schon sehr kompakt. Und mit so einem kurzen Objektiv ist die Kamera tatsächlich dann auch ja, in der Lage, in die Tasche gesteckt zu werden. So, es gibt ein Filtergewinde mit, ich glaube, 49 mm. Das passt nicht, da muss ich noch mal schauen, denn so eine Gegenlichtblende ist sicher bei so einem einfach vergüteten Weitwinkelobjektiv sehr interessant. So, das war's dann jetzt schon wieder. Das war das Unboxing vom Neurosa Plus von Lomography und Zenith. Ich werde das Ganze hier mal ausprobieren und melde mich dann demnächst mit Erfahrungsbericht und einigen Beispielbildern. In der Zwischenzeit danke ich fürs Liken, Teilen, Kommentieren und fürs Zusehen natürlich, gegebenenfalls für dein Abo. Und ich sag mal, ich bin raus. Ciao.